So, Leute, und willkommen zu einem weiteren Park Pokémon Kristall Edition. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Die Arena war versperrt und wollten nach oben, zum See des Zorns aufbrechen und uns mal da umgucken. Und was du? Hier, ja, genau, das war mit dem Wanderer. Das ist der Zornswagen, genau. Ich hab so ein Gefühl, die Musik ist ein bisschen laut. So, das muss aber besser sein. Ich glaube, hier sind nämlich auch ein paar Trainer, die gern auf Schläge stehen. Komm, geht doch. Man kann so viel unternehmen mit einem Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Lass uns Spaß haben. Ach ja. Moritz möchte kämpfen. Kämpfer Moritz. Ein Sandan. Level 17. Algeorok. Level 33. Oh, 32. Ein Tackle. Von Level 32. Geht daneben. Herr, stärke dich nur. Du stärke dich nur, ey. Einigler. Warte mal, ich hab Tackle eingesetzt, ne? Lava. Entfernte die Tilt. 7 noch. Egal. Ach Gott, ey. Donnerstagabend 1928. Alles läuft gut gerade bei mir. So, und ein Sandama. Oh. Ja, yeah, Mann. Also, wir kommen ja auch. Ja, okay, jetzt nicht unbedingt rasender Geschwindigkeit. Aber in laufender Geschwindigkeit kommen wir dem Ende immer näher. Und ich meine, wir haben schon 6 Orden. Das ist rasant. Und ja. Mal gucken, das hat 31, glaube ich, jetzt. Und ich habe so irgendwie vor, mir den Gedanken gemacht, dass wir, wenn es so weit ist, dass ich so, ja, irgendwie versuche, die Top 4 auf ein paar zu setzen. Und zwar auf Part 50. Das wäre auch richtig geil. Das stimmt dann so 51 und yeah, Mann, das ging richtig ab. Und dann würden wir jetzt auf nach Kanto machen. Und ja, alles zerstückeln, zerhacken, zerfleischen, keine Ahnung genau was. Und Moritz wurde besiegt. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Ein sagte Kämpfer. So, also, da war irgendwas. Test für den A. Alle Pokémon haben Vor- und Nachteile. Das hängt ganz davon ab, von welchen Elementen sie abgehören. Sind zwei Pokémon unterschiedlicher Elemente, kann sogar ein Pokémon verlieren, das einen höheren Level hat. Wenn raus, welche Elemente effektiv oder ineffektiv gegen deine Pokémon sind. Geld bezahlen? Nein, ich möchte kein Geld bezahlen. Ja, das ist mir jetzt trotzdem kein Geld. Rattenzahn! Radikal. Okay. Du willst Stress. Ein Steinwurf macht dir gehörlich kalt. Ich spreche wieder scheiße. Aber 265 EP. Oh. Hä? Ich wollte gerade mal meinen. Willst du mich kämpfen? Gehst du auch zum See des Zorns? Spielen wir ein bisschen? Spielen? Habe ich dafür eine Zeit? Ja. Bleibt eh nichts anderes übrig. Ilona setzt bestimmt Chanaira oder so ein. Bipi. Oh. Bipi. Level 20. Oh. Keine Gefahr. Georok macht das schon. Ich muss mal gucken, was ich einsetzen. Ich brauche irgendwas, was noch Drachengeld. Und momentan sitze ich da wirklich auf der Leitung. Ich hab zu lange gespielt. Oh, zu lange gespielt. Ein Teil nach Hause damit. Komm. Große Musik. Hä? Hast du seltene Pokémon? Ich habe
Mein Team besteht aus den Shiraichi. Mächtig. Nie gehört, weil sich in dieser Generation spielt. Was habe ich denn noch? Oh, Schlurp. Labalaba. Was habe ich denn noch? Ein Kyaudia. Ach, wie süß. Ich habe ein mächtiges Melodia. Darf ich das überhaupt sagen? Keine Ahnung. Ihr habt nichts gehört. Das heißt eigentlich, in Japan soll das noch geheim sein. Aber ihr habt nichts gehört. Und, oh, Level 33. Was habe ich denn noch? Du hast mal ein Pokémon von mir gesehen, ne? Meine armen Pokémon-Lieblinge. Er hat Merzer gesagt. Er hatte aber nur eins. Mir kam gerade die Frage auf. Soll ich mir jetzt in Kürze... Blutzuck. Blitz, blitz. Kommt gerade die Frage, soll ich mir in Zukunft vielleicht mal Schutz kaufen? Weil wir... Ach, wie süß. Die Pokémon nerven ja schon nach Zeit. Ach, wie süß. Nee. Make a tackle. Georg, bist du blind? Ist es dunkel und du bist blind? Ich gehe langsam davon aus, dass du irgendwo irgendwelche Sichtfails hast. Und so. Und ja. Dich wollen wir auch besiegen. Und da oben ist ein Zwilling. Stell dir mal vor. So eine ein Spanner. Wer kann das wohl sein? Hat sich über meine Pokémon lustig gemacht. Und verschämt hat. Mein Pokémon ist toll. Jetzt hab ich selber die Meister gesagt, was nicht stimmte. Pokémon. Hero. Nidoking. Oh. Warum krieg ich keinen Mondstein? Hätte ich auch einen Nidoking. Georock. Intensität. Ey. 4. Du sollst Gefahr machen. Und das nicht zum Lachen bringen. Hier geschieht ja irgendwie recht. So. Ja, sei fein. Ja, okay, 7 geht ja. Ja, 7 geht. Nidoking, Musik. Und geh auf 793. Yeah. Und damit haben wir auch Hero, wie man den auch immer ausschaut. Mein Nidoking hat sich wacker geschlagen. Dann nach Hause. Und da rufen mich an. Mama. Hi, Masa. Wie geht's dir? Ich habe beim Einkaufen wieder was für dich gekauft, obwohl du es nicht sollst. Ja, von meinem Geld gekauft. Ja, willst du meine echte Mutter machen? Ich krieg Gehalt und die kauft sich da irgendeinen Scheiß, der mich nicht interessiert. Ja? Ach, lieber Pokémon. Ich habe echt angefangen, Pokémon zu sammeln. Und damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Dann müsstest du ja theoretisch 6 Pokémon haben. Ein Pokémon. Kuji. Lamus. Oder, um es in der heutigen Sprache zu sagen, Lamus. Lame. Oh yeah, Intensität 9. Hau es runter. Gut so. Lamus wurde besiegt und Georg als 667 EP. Und Kuji wurde ebenfalls besiegt. Wie konntest du mir das antun? Ich hatte gerade einen anderen Akzent, ne? Und da steht schon wieder ein Schild. Runde 43. Seht es sonst. Achso. Da ist ein Haus. Haus des Anglerprofis. Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Garados erschaffen wurde. Der Krater erfüllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Die Geschichte erzählt ist schon der Ur-Ur-Großvater meines Großvaters. Was? Früher konnte man hier Klicker mit die Kopf. Ja. Aber ich verstehe nicht.
was hier geschieht. Ich auch nicht. Was ist mit dir? Die Garados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Die See ist ruhig. Die See ist ruhig. Ja. Gravi, setz das Surfer ein. Und hier irgendwo. Ja. Schutz, ne? Ja, Kapador. Da ist auch ein Kapador. Was meckerst du? Und das ist sogar Level 11. Könnte gut möglich sein, dass es tackle kann. Aber, ja. Zum Angreifen ist es nicht wert. Ah, da ist es ja. Da ist ja. Mensch. Gas. Gascha. Das einzige Shiny, was ich. Ja. So fängen ist eigentlich. Das ist eigentlich. Ja, schade eigentlich für so ein starkes Pokémon wie Garados. Ich meine, ich werde es einfach aus Lust und Laune jetzt fangen. Weil Garados ist ja schon ein mächtiges Pokémon. Nur, dass man es immer fangen kann, das macht den Wert dann doch ziemlich runter. Ich meine, ich traue mich jetzt auch nicht Steinwurf einzusetzen, weil das ist auch Zeit Flug und. Ja, wenn ich das da einmal. So downhaue. Verwirrt. Bis. Nom nom. Oh. Oh nein. So. Volltreffer. Nur mit der Hoffnung, keinen Volltreffer mehr zu landen. Das ist eine ganz. Ha! Ein KP bleibt. Wie geil. Kein Volltreffer, kein Volltreffer, kein Volltreffer. Oh, gut so. Warte. Pokémon an der Angel. Wollen wir es versuchen? Gleich, vielleicht. Das ist ein Superball. Super. Und? Ja, schade. Ja, macht das ruhig. Das macht mir eigentlich gar nichts, weil 39 KP in den Arsch getreten, ne? Ja. Wollen wir Megani einsetzen. Und versuchen uns einfach weiter zu fangen. Ich sollte mal wirklich Pokéball anlegen. Weil sonst kann es ja richtig knapp werden. Ach komm schon. Drachenwut. Schallwelle des Feuers. Mensch. Ja, komm, Hyperball. Oh, ein heller Ball. Ach komm schon. Magst du meine Bälle nicht? Hab ich immer. Ja. Mensch, komm schon. Och. Ja, das war knapp. Ja. Wenn das meinst, mein das. Ich meine, ich will es jetzt nicht unbedingt einschlafen. Ich will auch nicht, dass es stirbt. Hallo, hör auf dich zu befreien. Ich will auch nur das Beste. Ja, gerne das. Jetzt haut sich doch bestimmt tot. Ja, es war. Ja, egal. Fahr zur Hölle, Garados. Ich wollte dich in mein Imba-Team reinmachen, aber ja. Dann eben nicht. Na, ist halt Pech. Und jetzt ist er da. Der ultimative Vampirist. Dieser See ist voller Garados. Aber sonst gibt es hier nichts. Die Kapador werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Nee, dafür muss ich jetzt einen geilen Akzent machen. Moment. Bist du wegen der Gerüchte? Nein. Auch scheiße. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Marcelin? Ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du. Ich hatte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Marcelin. Man kann sagen, dass du eine Trainer von bemerkenswerten Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Klar doch. Exzellent!
Es sieht so aus, als würde jemand die Kappador im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Macaronia City. Ich warte auf Warten, Masalin. Wow, er kann fliegen. Er ist ein Vampir. Oh ja. Hallo? So, was steht hier eigentlich? See des Zorns, auch bekannt ist Gardorsee. Okay. Und damit verabschiede ich mich erstmal für diesen Part. Wir haben uns ja zum See geschlagen, wollten das Gardor fangen. Es hat leider fehlgeschlagen. Scheiße aber auch, ey. Ja. Aber trotzdem, ich hoffe, dieser Part hat euch mal gefallen. Und ja, verbleibe, ne? Ich will euch mal sehen. Auf Wiedersehen. Masala Vista, Baby.